Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier und haben die unteren Bereiche von der Einrichtung nochmal ein bisschen erkundet. Wir bluten, wir halten uns mittlerweile. Wir brauchen dringend Medizin. Ja, haben einige von diesen Riesenviechern platt gemacht, von diesen übelst muskulösen Dingern da. Und genau, wie wir sehen, wir sind im Bereich B2, haben beim letzten Mal diesen ganzen Bereich hier erkundet. Und genau, wir müssen jetzt hier in diesen Schacht klettern, weil hinter mir die Tür zu ist. Und da würde ich sagen, machen wir das mal. Röhrenwartung, Durchgang B2. Oh Mann, hoffentlich kommt hier nichts rausgesprungen oder so, ey. Okay. Eine U-Form. Und wir halten uns schon. Also wir brauchen dringend eigentlich eine Kiste. Aber wir... Doch, wir bluten noch. Aber weniger. Aber weniger. Abseilen. Ja, dann seil dich mal ab, Regina. Experimentierraum. Ja, wir rennen mit einem Granatenwerfer rum. Ihr seht das schon. Weil wir echt keine andere Muni mehr haben. Aber ich glaube... Ja, wir sind jetzt hier so in so einem Experimentierbereich, Leute. Und jetzt bluten wir schon nicht mehr. Seht ihr das? Was ist das? Pfeile es. Nimm mit. Nimm mit. Wir brauchen aber... Ich glaube, hier unten ist eine Kiste. Hier unten sind zwei Kisten, oder? Ha! Seht ihr das, Leute? Wir haben eine Kiste gesammelt. Okay, perfekt. Diese Medizin. Ja, wir brauchen Medizin. Oh, sehr schön, Leute. Medizin M. Nimm bitte... Ah, Wiederbeleber. Geil. Das heißt, wir können uns gleich wieder einen Giftpfeil machen und ein Heilmittel. Dann mischen wir uns mal hier wieder ins Vergnügen. So. Medizin M, Heilmittel, S++. Blutstiller. Kann ich eigentlich nicht gebrauchen, aber gut. Blutstiller? Ach so, ja. Wartet mal. Ich möchte mir jetzt nämlich noch erstmal den Giftpfeil machen. Wiederbeleber, genau, Giftpfeil für die fetten Dinger. Und ja, dann kann ich mich jetzt bitte wieder voll heilen. Genau, und dann können wir weiter. So, Munikiste. Zwei, habe ich die? Ah, fuck, ich habe gar keine, oder was? Doch, einen. Einen habe ich. Okay, ich brauche noch einen Stecker, Leute. Gehen wir in diese Tür rein. Ruheraum. Aha. Oh, Katzin. Gail! Ja. Well, at least Kirk's running out of places to hide. Ja, danke, Gail. Wirklich. Das war die nutzloseste Katze, die du jeweils hattest. Wir sind froh, dass es dem gut geht. Und der schert sich nur um Kirk. Naja, gut. Die persönlichen Gegenstände der Forscher. Nichts Nützliches. Pappkartons stehen auf dem Schrank. Nichts Nützliches. Gar nichts? Nö, okay. Ja, wir haben Gail gefunden. Aber der sucht einfach nur irgendwie nach Kirk. Keine Ahnung. Soundsystem. Magazine füllen das Regal. Sicher gehören sie den Forschern. Ist das hier nur Signal da oben? Sieht nach den Aufzeichnungen eines Forschers aus. Willst du sie lesen? Na klar. Der Junge wies bei der Simulation des Stabilisators auf einen Fehler in meinen Berechnungen hin. Es scheint, als würde meine Berechnung der Zeit, bevor die Reaktion den kritischen Punkt erreicht, um 6 Nanosekunden vom richtigen Wert abweichen. Okay. Ich gab zu, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber er scheint ein echtes Problem damit zu haben. Er scheint nicht zu verstehen, dass wir dadurch erschöpft sind, regelmäßig rund um die Uhr zu arbeiten. Geschrieben von M. Oh je. Also, keine guten Arbeitsbedingungen hier unten. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. An M.
Alle halten dasselbe wie Kirk wie du. Es wird Zeit, dass wir ihm das sagen. Ich hörte, dass du aus diversen Dingen ein Gift zusammenmischen kannst. What? Sie sagten, dazu müsste man nur das stärkste Betäubungsmittel mit etwas mischen. Das haben wir doch schon ein paar Mal gemacht. Nun ja, das geht dann vielleicht doch etwas weit. Geschrieben von K. Okay. An K. Anderen die Schuld für deine Fehler zu geben, zeigt nur deine Feigheit. Ich werde euch dafür verantwortlich machen, wenn etwas wegen eurer Nachlässigkeit schief geht. Vielleicht musst du aufpassen, nicht selbst eine Spritze mit Gift in den Rücken zu bekommen. Oha, geschrieben von Fragezeichen. Ganz schöne Intrigen gehen hier unten ab, ne? Ja, die waren nicht alle glücklich. Die waren nicht alle glücklich hier, glaube ich. Das kann ich mir schon gut denken. Weiße Kittel für die Forscher, die sind abgenutzt. Haben wir hier keinen Sticker? Ein Bett mit einer kleinen Kühleinheit. Du könntest es nutzen und dich mit einem kleinen Schläfchen erholen. Ja, dann mach doch mal, Rina. Mach doch mal. Ist das jetzt ein Easter Egg hier oder was? Liegt die sich irgendwann tatsächlich schlafen? So wie bei Resident Evil 2 da in diesem einen Bürozimmer, dass dann auf einmal was passiert. Nee, ich glaube nicht. Ah, da ist eine Kiste. Betäubung. Nimm mit. Kann man immer gebrauchen. Dort hängt ein Hinweis. Bitte machen Sie das Bett, wenn Sie es benutzt haben. Naja, wirklich gemacht sieht das da vorne nicht aus. Was für Leute leben hier wieder? Erinnert mich echt an Resident Evil 2. Da ist der Stecker, den ich gesucht habe. Oh mein Gott. Was haben wir hier noch? Was? Persönliche Dinge der Forscher und zerstörte Instrumente, die im Experiment benutzt wurden. Ja, ich sehe da ein paar Whiskyflaschen und Boxen. Schon geil, ja? Aufenthaltsraum, also okay. Aber sonst ist hier nichts. Was ist das? Ach, okay. Dafür ist eine Karte der Stufe A erforderlich. Ja, ist ja gut. Okay, Leute, aber wir haben Gale gefunden. Wir haben eine Intrige aufgedeckt hier unter den Forschern. Sehr interessant. Und wir haben endlich unseren Stecker gefunden. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was in der Kiste da drin ist. Hier, Leute, was haben wir denn hier? Ich mach mal hier ein Safe State lieber nicht, dass das eine Fail-Kiste ist. Nein, ist es nicht. Oh mein Gott, schaut euch das an. 00 Schrot. S&W-Patronen. Oh, geil. Ich kann mich wieder umrüsten hier. Sort. Hammer, Leute. Richtig Hammer. Zugang. Wir kommen jetzt überall rein. M++ Betäubung, Betäubung. Haupthalle ist nix. Funkraum ist nix. Fahrstuhlhalle ist nix. Okay, gut, Leute. Wir haben es wieder umgerüstet. Nimm die Pistole. So, Leute, gut. Dann würde ich sagen, können wir hier in die nächste Tür hier. Ist von einer Seite verschlossen. Ah, okay. Leute, dann. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da können wir nicht hin, weil passiert nichts. Okay, dann bleibt uns ja nur noch hier lang. Was zur... Oh! Da ist eine Karte. Schaut mal, was haben wir denn da? Oh! Was? Oh! Was? Was war das? Leute, ich bin schon ein bisschen angespannt. Scheint nichts zu sein, oder? Boah! Boah! Boah, Leute! Was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn für ein Raptor hier? Ein blauer Raptor! Was zur Hölle? Was ist das denn für ein Teil? Och, Leute! Die brauchen viel mehr Schüsse, ey! Och! Leute, neue Raptoren! Boah, und ich blute schon wieder. Der ist tot. Okay, nimm die Karte. Da ist irgendwo noch einer. Und ich blute wieder. Da hinten.
Oh, ich schieß drauf. Und irgendwann habe ich keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ach nein. Oh Gott. Puh, Leute. Oh Gott, die hält sich aber ganz schön krass. Okay, ich muss mich heilen hier. Keine Muni. Okay. Boah, die Mucke ist auch so laut, ne? Jetzt schießt ihn doch kaputt. Hallo? Ey. Hallo? Gehst du kaputt? Boah. Ach du Scheiße. Blaue Raptoren. Was ist denn mit denen passiert, ey? Ja, das deutet schon an, was die hier für Experimente machen. Oh fuck, ey. Super Raptoren irgendwie, ne? Halten viel mehr aus, machen viel mehr Damage. Und wir haben jetzt echt nur noch eine Medizin. Ja. Blutstille habe ich noch dabei. Zur Not. Boah, Leute. Gut, aber die beiden Türen gehen auf jetzt, okay. Beat. Geil. Stabilisator-Entwurfsraum. Ah, eine C-Tür. Ist hier noch einer? Ist hier irgendeiner? Nein. Okay. Gut. Ein Raum. Oh, was ist... Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja stylisch aus. Was? Die Planungsdisk wird benötigt, um dieses Gerät zu bedienen. Oh. Okay. Abgeheftete Notizen. Willst du sie lesen? Ja, klar. Diejenigen, die der Aktivierung des Generators beim heutigen Experiment zum ersten Mal beiwohnen, mögen sich bitte an die folgenden Abläufe einprägen. Damit der Generator aktiviert werden kann, müssen diese beiden Geräte bereit sein. Initiator, Stabilisator. Okay. Generator, okay. Diese Geräte haben die folgenden Funktionen. Initiator erzeugt die nötige Energie für die erste Reaktion, wenn der Generator aktiviert wird. Okay, Stabilisator. Die dritte Energiereaktion benötigt Luft und erzeugt in einer Kettenreaktion Energie. Dieses Gerät dämpft diese Reaktion zu einem gewissen Grad. Aha, okay. Voll interessant eigentlich, was die hier machen. Sie finden Modelle beider Teile im Schrank in der Mitte. Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, sehen Sie sich auf jeden Fall an. Okay. Wenn Sie die Zahlen aufteilen, die Sie erhalten, wenn Sie die Kernkomponenten bekommen und eine 0 vor jede Zahl setzen, ergeben Sie die Codes, die Sie benötigen, wenn Sie die anderen beiden Schutzteile holen. Achten Sie bitte sehr genau auf die Zahlen der Kernkomponenten. Ah, das ist schon mal ein Tipp für ein zukünftiges Rätsel, was da kommen könnte, liebe Leute. Merken wir uns mal diese Notiz hier. Okay, dann merken wir uns die und gehen mal weiter. Überall liegen Akten. Auf dem Monitor wird ein Plan angezeigt. Ja, was denn für ein Plan? Sieht ja sehr hochtechnisiert hier aus, ey. Meine Güte. Wow. Ah, DDK Code ist W, Leute. Das heißt, wir können unten in diese Tür. Ah, das sind die Dinger, die wir für den Generator irgendwann brauchen, ne? Aber warum sollten wir einen Generator aktivieren? Das macht keinen Sinn. Na gut, jedenfalls scheinen nur Modelle zu sein. Sie haben keinen praktischen Nutzen. Okay, was haben wir hier? Wow, das ist ein geiler Screen, ey. Auf dem großen Simulator läuft irgendeine Art Simulation. Hier läuft also noch alles, ne? Also Dr. Kirk kann nicht weit sein. Und die anderen Forscher eigentlich auch nicht, wenn er sie nicht schon alle platt gemacht hat. Na gut. Boah, noch so eine stylische Apparat hier, ey. Lager für wichtige Teile ist. Ein leises Maschinengeräusch geht von dem Teil aus, der das Gerät steuert. Aha. Die Planungsdisk wird benötigt, um dieses Gerät zu bedienen. Boah, krass. Krasse Technik hier, ey. Ich
bin begeistert. Ich bin echt geflasht, muss ich sagen. Das ist, was es in den 90ern nicht alles gab, ne? Aber ich glaube, wir haben alles hier, ne? Brauchen wir. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Gut, das heißt, wir müssen wieder raus und dann unten zu diesem Raum mit dieser W-Tür. Na? Gut, Leute, dann gehen wir. Müssen wir da wohl hin? Hier kommen wir noch nicht durch. Aua! Oh Gott. Geht ja nicht. Okay, dann müssen wir wieder hier durch den Schacht zurück. Interessanter Experimentierbereich, ne? Haben wir hier wieder ein Lüfter des Labors. Ja, okay. Interessanter Laborbereich hier, ey. Ich dachte, jetzt kommen hier irgendwelche mutierten, keine Ahnung was. Aber gut, wir haben mutierte Raptoren gesehen. Das war schon heftig. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal wieder nach unten. Wir haben ja auf unserem Weg alles platt gemacht, was geht. Und ja, genau, das war hier. Genau, da kommen wir noch nicht rein. Das heißt, hier ist erstmal nichts mehr zu tun. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, Dino Crisis. Wie wir uns jetzt hier weiter den Weg durch den Komplex hier bahnen. Zentraler Durchgang. Oh, hallo Rick. Ah, geil. Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Okay, aber da habe ich jetzt eine andere Idee, Leute. Da ist das Ding. Ach, da ist das Ding. Oh, hau bloß ab. Boah. Hau bloß ab, ey. Regina, du bist so langsam. Und mach zu. Oh Gott. Okay, und dann schieß den ab. Los. Die sind übel, die Teile, ey. Drei Granaten braucht man dafür. Aber, geil. Wir sind jetzt hier hinter. Haben noch einen Stecker aufgesammelt. Und können jetzt hoffentlich diese Kiste hier aufmachen, oder? Wow, drei Stecker. Die haben wir natürlich nicht. Medizin. Ein Stecker. Ja, wartet mal. Ich habe noch eine S++, ne? Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Dahin kommen wir nicht rein. Security Level A. Aber wartet mal, dann können wir ja eigentlich doch da oben weitermachen, oder? Na gut, egal. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal hier unten. Und genau. Gehen wir hier rein. Warum war hier wieder einer? Hä? Die stehen einfach wieder auf. Aber gut, Leute, hier ist ja diese W-Tür da vorne, ne? Genau. Hier vorne war die. Genau hier. Richtung Hafen. Wie genau? Ah, okay, Leute. Wir haben wieder ein neues DDK-Rätsel hier. A, B, C, E, F, G, H. Nee. B, C, D. F, G, H, I. So rum. Ihr erinnert euch? Vor 5 oder 6 Folgen hatten wir auch so ein Rätsel. Da waren die Zahlen einfach Buchstaben, die wir oben rausnehmen müssen. Und jetzt ist hier folglich das B, das C, das D, das F, das G, das H und das I raus. Also, W, B ist raus, A, D ist raus, T, H ist, die 8 ist auch raus, E, Water oder was? I ist raus, R, ja, Water. Aber da kommt noch was. D, D, D ist raus. H ist raus. W. Ah, ich hab's schon. Waterway, Leute. Wasserweg. C, B, G, C. Ja, Waterway. Hm? Okay. Waterway. Enter. Wow. Genau.
Der Wasserweg, also. Mhm. Okay, liebe Leute. Oh, was haben wir denn hier? Ui. Okay, sind wir hier hinter? Da geht's aber schon raus. Nee, 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 ich will noch nicht raus. Ich will erstmal gucken, was hier noch ist. Ich will erstmal gucken, was hier noch ist. Ach du Scheiße. Ach du, guckt euch das an. Der hat auf jeden Fall einen Stecker für uns. Das ist schon mal gut. Obwohl er tot ist, hält er den Transmitter in seiner Hand noch immer fest. Was ist das für eine Massaker gewesen wieder, ey? Meine Güte. Ein Computerterminal zum Überwachen der Besucher, die den Hafen betreten. Oh, oh Gott. Oh, ich bin erschrocken. Rick, ey. Du hast mich voll erschrocken, Mann. Take a while before I can pop this open. Oh. You copy, Mike? I found the key to the park, but I got a lizard riding on my tail. I'm heading to the main elevator right now. I'll meet it at the ground level. Hurry! Huh. Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused. But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. Geile Cutscene. Oh, 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 oh. Okay. Wir müssen wieder in den großen Fahrstuhl zurück. Okay, Rick. Er schreibt ein Programm, das den Gang zum Hafen öffnet. Oh, Gottes Willen. Nimm die Karte hier. B2 Schlüssel 2. Die Zahl 93092 ist in ihn eingeritzt. Okay, Leute. Hektik, Hektik, Hektik. Das ist also Mike. Der Typ, der uns zu Kirks Geheimlabor geführt hat. Danke, Mike. Auf jeden Fall sieht das Blut irgendwie komisch aus. Na gut. Speichern? Nein, danke. Ach du Scheiße, Leute. Boah, Hektik. Hektik, Hektik. Wir müssen zurück zum Aufzug. Das war hier vorne. Wir müssen Leute retten hier, Mensch. Durchgang zum Durchführungsraum. Vielleicht können wir... Ach, jetzt rennen hier schon wieder welche rum. Das kann doch nicht sein. Natürlich. Ach, du Heilige. Wartet mal. Nein, Leute. Bitte nimm den Giftpfeil. So, und schieß. Oh, blödes Ding, ey. Warum rennen hier diese Dinger wieder rum? Boah, ja, Leute, los, 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 los hier. Los, los. Okay, Durchführungsraum. Die Musik hört auf. Und Leute, wo seid ihr? Kommt. Seid ihr hier? Ja, Treibstoff. Okay. Seid ihr hier, Leute? Kann ich euch helfen? Aufzug. Okay. Oh-oh. Oh, Mann. Dieses Drecksvieh. Ach du Scheiße. Ich wusste, dass das irgendwann mal passiert, dass dieser Scheiß... Oh Gott. Dass dieser Scheiß T-Rex irgendwann in diesen großen Fahrstuhl geht. Der war nicht umsonst so groß, ey. Boah, Mann, ey. Er rührt sich nicht. Allerdings atmet er sehr langsam. Kann der nicht einfach mal sterben?
dieses miese Drecksvieh. Schaut euch den an, ey. Boah. Boah, der ist schon heftig. Oh Mann, Leute. Tut mir leid. Die Tür lässt sich nicht bedienen, da sie keinen Strom vom Generator erhält. Ach, dieses Mistvieh hat jetzt natürlich hier alles zerschrottet, ne? Was versuchst du auch mit dem Fahrstuhl zu fahren, ne? Das geht doch nie gut. Okay. Die Leute konnten wir nicht retten, leider. Die wurden während dem Fahrstuhlfahren zerfleischt. Oh Mann. Wäre ja auch mal was Neues gewesen, ne? Wenn wir mal einen retten hätten können. Können wir hier irgendwas machen? Der Hauptgenerator funktioniert nicht. Er sieht nicht reparabel aus. Willst du die Batterie nehmen? Ach, für den Raum da drinnen. Batterie weiß. Ah. Für den Generator hier vorne. Aber gut, liebe Leute, ich sehe schon, die Folge ist wieder voll. Ich brauche jetzt auch mal wieder eine kleine Pause davon. Das war ja schon wieder extrem krass hier. Und, ja, natürlich ist jetzt alles wieder zu, ne? Und ja, jetzt haben wir einen T-Rex hier unten rumtippeln, ey. Oh Gott, Leute. Aber gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like, gerne Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten, würde mich sehr freuen. Ich sehe es gerne weiter. Ja, und wie es hier weitergeht, wenn wir jetzt hier wieder den Strom einschalten, zurück zu Rick gehen, beziehungsweise die Leichen da drin untersuchen. Sehen wir das nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und da wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.